Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Screen Mac. Heute geht es um die Canon EOS 550D, jedenfalls um einen Teil davon, denn viele haben mich schon für ein Review angefragt und da habe ich mir gedacht, ich mache sozusagen ein Teil-Review auf jeden Fall über den Videomodus, denn ich beschäftige mich ja am meisten damit mit dem Videomodus und ja, werde euch da heute ein bisschen was zu erzählen. Aber trotzdem zeige ich erstmal so ein bisschen rund um die Kamera. Das ist das 17 bis 35 mm L-Objektiv von Canon. Das ist jetzt ziemlich gut zum Zeigen, ist nicht meins, ist auch ein bisschen teuer. Hier haben wir den Display da, die Menütasten, hier oben das Menürad. Dann machen wir die Kamera auch an. Da kommt der Akku rein. Hier sind verschiedene Anschlüsse für die Kamera. Unter anderem ein Mikrofonanschluss. Das ist für den für den Videomodus sehr wichtig, denn damit kann man die Soundqualität von der Aufnahme natürlich steigern. Ja, dann noch ein USB-Anschluss, ein HDMI-Out-Anschluss und hier noch für einen Auslöser. Ja, hier oben machen wir die Kamera an. Und ich bin jetzt auch schon direkt im Videomodus. Hier sind die verschiedenen Modi. Bei einer Kamera wie zum Beispiel der 7D ist es so, dass man in jedem Modus direkt ein Video machen kann. Hier gibt es einen extra Reiter dafür da. Und es ist manchmal ein bisschen umständlich, weil hier die ganzen Fotomenüs sind, wie zum Beispiel manuell, wo man sich ja meistens befindet und dann man immer so rumdrehen muss. Ist natürlich nur eine kleine Sache und außerdem kann man das auch mit einem Hack ändern sozusagen. Aber ja, ist auch nicht die Welt. So, wir befinden uns also nun im Videomodus. Wichtig ist, wenn man von einem Camcorder umsteigt auf so eine Kamera und sagt, ja, ich will damit auf jeden Fall auch professionell filmen, dann muss man sich auf jeden Fall erstmal umgewöhnen. Es ist was ganz anderes. Erstmal zum Beispiel einen richtig guten Autofokus hat man nicht. Man muss auf mehrere Sachen sich konzentrieren und umschalten und es ist auch alles so ein bisschen manueller. So, ich zeige euch jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel. Wir haben hier unten die Verschlusszeit, dann haben wir hier die Blende, die ist je nach Objektiv halt, geht die tiefer oder auch nicht. Hier wird uns angezeigt, ob die Belichtung okay ist oder etwas überbelichtet und hier haben wir die ISO-Zahl, die wir im Filmmodus verändern können. Allerdings ist das sonst erst alles automatisch gesteuert. Das heißt, wir können hier einstellen, bei der Belichtung im Videomodus, dass die Movie-Belichtung manuell sein soll. Ich habe das immer da drauf, weil man hat viel mehr Kontrolle, man kommt viel schneller zum Ergebnis. Ich kann auch mal auf automatisch machen. Das ist ganz praktisch, wenn man mal schnell was aufnehmen möchte. Aber dann kann man halt hier zum Beispiel die Blende nicht verstellen oder so. Die wird halt immer automatisch bestimmt. Das wollen wir nicht. Das heißt, ich habe die immer auf manuell direkt. So. Wenn ihr es auch manuell mal richtig einstellen wollt, habt ihr immer die Belichtungskorrektur sozusagen. Die zeigt euch an, ob es schon gut ist. Man kann dann hier mit den Knöpfen dann variieren und das Ganze dann einstellen. Hier zum Beispiel der ISO-Knopf. Wenn ich da gedrückt halte, kann ich dann die ISO-Zahl einstellen und es dann halt dunkler oder heller machen. Wenn ich hier die AV-Taste gedrückt halte, kann ich auch die Blende verstellen und die Verschlusszeit ist dann einfach auf dem Rad hier. Jetzt fragt, wozu sind diese ganzen Zahlen gut? Vielleicht könnt ihr damit noch gar nichts anfangen. Also erstmal die Verschlusszeit ist zum Beispiel wichtig, wenn ihr ein Slow-Motion-Video macht für Twixter oder sonstiges, wie ich das oft mache. Dann ist es immer wichtig, dass die am besten hoch ist. Außerdem habe ich mir sagen lassen, dass die am besten immer durch 25 oder 50 teilbar ist. Halt, ich weiß nicht, ob es 50 oder 25 war. Jedenfalls kommt sonst oft ein Flimmern einfach ins Video. Die Blende. Die könnt ihr am besten wirklich mal einstellen, wenn es zu hell ist. Da solltet ihr den ISO eigentlich immer auf 100 lassen und dann mit der Blende da variieren. Das ist immer besser, weil wenn es zu hoher ISO ist, dann sieht man ja auch immer so ein bisschen so Frisseln. Aber das ist ja auch meistens erst ab ISO 800 ungefähr. Ganz wichtig ist, wenn ihr umsteigt, der Autofokus, den könnt ihr im Prinzip vergessen. Ihr habt den Autofokus und den manuellen Fokus und im Videomodus sollte der immer auf dem manuellen Fokus sein, weil das klappt einfach besser. Also beim Objektiv könnt ihr hier den manuellen Fokus einstellen und könnt ihr damit fokussieren. Ich zeige das jetzt mal. Also wir sind jetzt im manuellen Fokus. Ich gehe jetzt mal in den Videomodus, das heißt, ich gehe jetzt mal hier drauf rum. Jetzt sind wir auf der Kamera umgeschaltet und jetzt ist das unscharf. Dann kann ich hier am Fokussiering halt schön mit dieser tiefen Schärfe spielen und das Ganze dann so. Jetzt halt, sag ich mal, ich will jetzt auf das Gras scharf stellen. Kann ich hier am Rad drehen und das Ganze dann halt so in einem Übergang machen. Das ist halt auch ein sehr schöner Vorteil.
Wir können jetzt auch mal den Autofokus ausprobieren, damit ihr seht, warum das nicht so gut ist. Ich fokussiere jetzt halt mal zum Beispiel hier das Gras und ich wollte eigentlich das Gras fokussieren und naja, es ist immer so ein bisschen fricklig. So, wenn ihr mit der Belichtung klarkommt, habt ihr schon einen sehr großen Teil geschafft. Allerdings ist der Videomodus auf jeden Fall auch noch sehr umfangreich. Wir sehen hier links eine Bar mit verschiedenen Optionen. Da gibt es unter anderem den Weißabgleich, den könnt ihr erstmal automatisch machen. Manuell, da hatte ich jetzt noch von einem Studio was eingestellt. Mit Blitz, Leuchtstoff, Kunstlicht, wolkig, Schatten, Tageslicht und so weiter. Ihr könnt halt eine weiße Fläche abfotografieren und dann ein Custom-WB machen. Das heißt, wenn euch irgendwas Weißes nicht weiß erscheint, fotografiert einfach ein Blatt ab und geht dann hier auf Custom-WB und wählt dann ein Bild aus, das ihr als letztes gemacht habt. Aber jetzt klappt das natürlich nicht, weil ich jetzt kein Bild von einem weißen Papier gemacht habe. Dann gibt es hier noch die verschiedenen Bildstile, dazu komme ich gleich noch. Und dann gibt es hier halt noch verschiedene Optionen, die sind aber unter anderem auch noch für den Fotomodus. Wichtig für den Videomodus ist natürlich die Auflösung. Die könnt ihr unter Menü, dann hier oben der erste Reiter, da oben einstellen. Ist natürlich sehr wichtig. Es gibt einmal auch das Videosystem NTSC und PAL. NTSC erlaubt euch dann auch ein bisschen mehr Frames pro Second aufzunehmen als in PAL. Das sind also hier. Bei Full HD könnt ihr 30 Frames pro Second auswählen in NTSC, 24 Frames pro Second, das ist dann normal wie im Kino zum Beispiel. Dann könnt ihr HD in 60 Frames pro Second machen. Das Coole an 60 Frames pro Second ist halt, dass es einen Unterschied zeigt zu 30 Frames pro Second, darauf komme ich aber gleich noch. Dann könnt ihr hier einen Ausschnitt einfach nehmen, 60 Frames pro Second, aber das Ganze auch reduzieren. Und das ist jetzt interessant, weil das cuttet jetzt so was Bestimmtes aus, dann ist die Auflösung zwar noch nicht mal HD, aber ihr habt hier so eine Art Fernrohr, so, und habt dann so ein ausgeschnittenes, so einen ausgeschnittenen Videomode sozusagen. Damit kann man ab und zu auch mal sehr schöne Aufnahmen machen. Um euch den Unterschied zwischen 30 Frames pro Second und 60 Frames pro Second zu zeigen, schalten wir jetzt mal auf die Kamera um. Also, ich wähle jetzt erstmal 30 Frames pro Second, fokussiere jetzt einfach mal dazu da hinten die Blume und bewege jetzt hier so ein bisschen und mache jetzt einfach mal so. Und zeige euch das jetzt in Slow Motion. Einfach mal so. Und zeig. So, jetzt haben wir 60 Frames pro Second ausgewählt und machen das Ganze jetzt auch mal. Und jetzt zeige ich euch das Ganze mal in Slow Motion. Jetzt auch mal. Jetzt auch mal. Was sehr cool im Videomodus ist, sind auch die Bildstile, die man sonst auch natürlich bei Bildern verwendet, aber man kann sie auch hier beim Videomodus verwenden, einfach im Menü dann auf Bildstil. Da sind halt verschiedene Vorgaben für Bildstile, Farbveränderungen, aber ihr könnt euch die auch selber machen. Wie ich jetzt hier zum Beispiel gemacht habe, da habe ich die Schärfe hochgemacht, den Kontrast ein bisschen hoch und die Farbsättigung raus. Und ja, dann könnt ihr hier so ein Ergebnis erzielen. Das ist jetzt alles so ein bisschen entsättigt und so ein bisschen Kinomovie-mäßig. Um euch den Unterschied zu zeigen, schalte ich jetzt aber mal auf meine Kamera um. Ihr seht mich jetzt hier mit dem Bildstil, den ich gerade eingestellt habe und jetzt mache ich mal wieder normal. So, ich denke, ihr seht den Unterschied. Jetzt ist das Ganze nicht mehr so Blockbuster-mäßig und nicht mehr so entbleicht sozusagen. Das dazu. Dadurch, dass ihr unterschiedliche Objektive habt oder anbringen könnt und ist natürlich eine Geldschleuder, aber ihr habt ganz viele Möglichkeiten mit den ganzen verschiedenen Objektiven. Hier habt ihr jetzt schon ein paar Aufnahmen von gesehen. Um euch jetzt mal einen starken Kontrast zu zeigen, nehme ich jetzt mal das 50mm 1,8 Objektiv von Canon. So, jetzt sieht das Ganze natürlich schon etwas anders aus, aber ich sag euch, dieses Objektiv hat auf jeden Fall viel drauf. Und warum, das zeige ich euch jetzt. So, wir schalten jetzt mal auf diese Kamera und das Besondere ist, das ist halt eine Festbrennweite. Es ist halt schon etwas nah ran, aber diese Tiefenschärfe kommt halt durch diese ganz kleine Blende, die das Objektiv hat, von 1,8. Und ich kann hier halt sehr detaillierte Aufnahmen machen, sehr schöne Übergänge mit dieser Tiefenschärfe. Und ja, so hat jedes Objektiv so seine eigenen Vorteile sozusagen. Und bei diesem Objektiv ist es halt ganz klar diese Tiefenschärfe, die man damit machen kann.
Ich kann euch diese Kamera nur wärmstens empfehlen. Es ist halt gerade für den Bereich, wo ich sie benutze, eher so künstlerische Aufnahmen und wo man sich auch ein bisschen Gedanken für die einzelne Aufnahme macht, sehr passend. Und wenn ihr noch mehr so Videos über Videokrams haben wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video.